Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, ich denke mal, kleinen Let's Play Bierspiel Firewatch. Das Spiel schon seit geraumer Zeit auf dem Markt oder handelhältlichen Stores. Und ja, ich spiele es heute zum ersten Mal. Habe schon sehr viele gute Rezensionen darüber gelesen. Ist anscheinend auch ein, ja, sehr emotionales Spiel, glaube ich. Und ja, beginnen wir mal. Ja, ich hatte einmal kurz mal Probe gemacht. Im Schnelldurchlauf. Und machen wir doch ein neues Spiel. So. Weiter geht's. Oder auf geht's. So. Campo Santo präsentiert. Summer by Panic Inc. Sau cooler Name, irgendwie. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado, Boulder. Du bist Henry. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels eindringen. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken, okay. Also, was sagen wir? Was ist dein Hauptfach? Was ein Hauptfach? Du lallst und riechst nach Bier. Du lächelst unbeholfen. Evolutionsbiologie, antwortet sie. Und ich bin Dozentin. Cool, erwiderst du. Und du, fragt sie. Sie rümpft die Nase. Toxikologie. Machst du dich über mich lustig? Fragst du. Sie nickt. In der Sorge, dich gekriegt zu haben, fragt sie dich, ob ihr euch einen Cheeseburger teilen wollt. Eine Woche später sind wir zusammen. Ist ja Wahnsinn. Okay, ich habe länger gebraucht mit meiner Frau. Aber gut, okay. So, Aufzug. Na, was machen wir denn da? Ja, nehmen wir mal den Rucksack. Und jo. Ja, okay. Das ist unsere Karre. Gut, steigen wir mal ein. Oder schmeiß jetzt mal den Rucksack auf die Ladefläche, klar. Könnte man auf den Rücksitz, den Beifahrersitz legen. Aber gut. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist so toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität, Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Toll. Gefällt mir. Julia möchte einen Hund. Oh. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. So, dann würde ich sagen, The Bucket, also der Beagle oder The Mayor. Oh, hol den kleinen Beagle, kannst mitnehmen, das ist happy. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Und du auch. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 Uhr abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau. Oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen? Ein paar kleine Dummköpfe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Kinder sind cool. Ich habe selber Kinder. Und das ist schon schön. Genau. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein.
Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Noch weiter. Was ist das? Two Forks. Okay. Do not forget to check in. You're in their country. Learn to live with bears. Gut, dass man kein Feuerwerk hier, Feuerwerksraketen hier machen sollte, ist klar. War schon gut in der Gegend. ...1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Okay. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Ja, ne, wir werden sauer, weil ich finde das am schönsten. Sie hätten sie mitnehmen können zum Saufen, oder? Also irgendwie, ja. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Oh, okay. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß auch, dass wir es ernst meinen. Okay, es verletzt ihre Gefühle. Oh. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. So habe ich es... obwohl... Nee, wir haben schon Muskeln wie He-Man, würde ich sagen, weil Victoria sie geworden hat. Ich finde, man tanzt nicht, glaube ich. Ich spanne die Muskeln an wie He-Man. Und wir sehen toll aus. Ja, Mann. So, das ist gleich dunkel. Nein, was besser machen als Pinguin kommen. Schnell, bevor Bären kommen oder Wölfe. Two Forks. Was steht da? 8 Meilen. Okay, ist das hoch? Ist das viel? Ich glaube nicht, dass es. Ist das weit? 8 Meilen? Ich kenne die Umrechnung nicht. Ach, Mensch. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher überall her an. Einer von ihnen versucht euch mit einem Messer auszurauben. Das ist ganz schön gefährlich. Er tritt Bucket. Verdammt der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituation stottert sie schnell. Kenn ich. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Ja, wir polieren einfach mal die Phrase. Dermaßen die Phrase polieren. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark, du heulst trotzdem Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst dir zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren. Von da an spazieren die am Fluss lang. Ist ja klar, wenn ich überfallen werde auf der Strecke und auf dem Teilabschnitt, dass ich doch keine Lust habe, Meter lang zu laufen, weil ich denke, es könnte was passieren, ist ja irgendwo logisch. 1984, oh, mein Baujahr, cool. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Was waren eigentlich wir vom Beruf? Was sind wir eigentlich vom Beruf, bevor wir durch den Wald laufen da? Na egal. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Angebot abzulehnen. Und du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Es ist als ablehnen mal. Du sagst ihr, dass ihr dann keine Kinder haben könnt. Sie entgegnet, das sei Unsinn. Da hat ihr vollkommen recht. Sie fragt, ob du hier bleiben würdest, wenn sie den Job annimmt. Du sagst ja. Auch das ist Unsinn, klar. Aber sie beschließt, den Job nicht anzunehmen. 1985. Julia soll nach einem Vorfall im Boulder Urlaub werden. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für Forschung benötigte.
Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. So, du findest, ihr solltet vielleicht mit ihm darüber reden oder ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Nee, Alkohol ist nie gut, auch nicht zu verdrängen. Wie das Erste würde ich einfach mal sagen. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41 Jahre alt. Oh, Leck. Oh, weh. Ihr beschließt vorerst niemanden davon zu erzählen. Gut ist klar, dass... Ach Gott, die Abfahrt. 41. Okay. So. Da schläft ihr jetzt gleich, oder was? Okay, dann schlaf du mal ein bisschen. Okay. Lecker. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. Das gut ist. 1987, auch das Baujahr meiner Frau. Julias Zustand verschlimmert sich. Okay, sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Ja gut, das ist klar. Ich meine, wenn ich eine Diagnose kriege wie das, ich alles vergesse, dann ja, ist das schon, denke ich mir, sehr, sehr schlimm. Okay, sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleinen Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Das wäre schlecht. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Aalen zu ihr. Eine Weile lang besucht euer Freund euch und bringt kleine Geschenke zur Aufheilung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. Gut, dass es nicht besser wird, ist auch klar. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia soll woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Nee, das finde ich nicht gut. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben wäre oder fest entschlossen. Nee, wir kümmern uns. Nein, wir werden uns natürlich selbst um unsere Frau kümmern. Schon mit 41 Jahren Heim oder mit Mitte 40 Jahren Heim, weiß ich nicht, ob das... Natürlich, klar, es ist immer schwierig. Jetzt muss man, glaube ich, von Fall zu Fall entscheiden. Aber ich würde es für meine Frau so machen. Ich würde mich, ja, um sie zu Hause natürlich kümmern. Aber... Oh, eine Elchschnecke, was ich... Ein Reh, glaube ich, ist es. Ja, ist ein Reh. Komm her. Komm her. Hey, bleib. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Ja, klar. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Ach Gott, ich bin Alkoholiker, um Gottes Willen. Du
verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Nee, wir stellen keinen Stuhl vor die Schlafzimmertür. Das ist Freiheitsberaubung. Das finde ich persönlich nicht so schön. Wir vertrauen darauf, ja, dass sie tieffest schläft, würde ich sagen, oder? Du gehst immer wieder in dieselbe Bar, am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeper und Shyla an oder Sheila. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abend. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast eine Promille und bringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst, es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Entschuldigung. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an, klar. Was soll ich denn sonst machen? Was wollen wir. Ja, die Frage ist, was war mir vorher vom Beruf? Das würde ich gerne mal wissen, weil das ja besser wäre. Aber gut, okay, ich bin mir sehr egal. Betritt den Feuerwachturm. Ich renne mal lieber, weil es ist dunkel und es können ja Bären und Wölfe rumlaufen. Das will ich hier nicht. Oh Gott, Holztreppen. Wir machen heute noch heutzutage Holztreppen. Selbst in den 80ern gab es da schon Metall. Oh Gott, die morsch werden. Oh Gott, ich hab keine Angst. Oh Gott, ist das hoch. Aber wenigstens sind es Treppen und keine Leitern. Wir öffnen mal die Tür. So, Strom anschalten. Warte mal, das ist unser Bettchen. Okay. Wir haben keinen Fernseher. Toll. Gut, die Frage ist, brauchen wir einen Fernseher? Wir haben einen Wasserbehälter, Zewa, aha. Ein Pornoheftchen? Ah ne, Staatsforstführer. Ja, hätte ja Pornoheftchen sein können. Ein außergewöhnlicher Geist. Was ist das denn? Single Mind. Okay. Don't mind your mind alone. Okay. Jo. Ja, das kann man auch da hinlegen, Kollege. Hallo? Okay. Das Licht an. Putz. Das Ding voll drauf, ey. Hello, Two Forks Tower. Moment. Kiefern zappen. Untersuchen. Das ist ein. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Kiefer zappen. Cool. So. Na, gehen wir mal lieber dran. I know you're there. Your lights are on. Ja, ich weiß. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Du hast drei Ebenen umgebracht, du verlierst gegen deine Mutter. Sie hat drei Ebenen umgebracht. Okay, you've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Danke. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see.
don't know anything about you. But 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Danke. Firewatch. Wir sind also Park Ranger oder sowas. Okay. Also da wo verdienen. Good morning, Henry. Okay. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Foto mit Julia. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it, that hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it, do you see it? Das runde Objekt. It's right in the middle of your room. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot fire. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to. Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Westfenster, Are those fucking fireworks? Ja, wo? Also, Westfenster. I need you to confirm, do you see them? Yeah. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Like, kick the shit out of them sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. 1, 2, 3, 4, okay. Secure. Shut up. So, gut, würde ich sagen, schauen wir uns das mal in der nächsten Folge an, wer da hier Raketen steigen lässt, obwohl es kein Silvester ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!